Ja, das hilft bei wie fern? Der Sprung darunter ist sicher tödlich, oder? Nein, ist er nicht. Gut zu wissen. Er hat mich sogar zu einem Secret geführt. Gut. Jede Menge Nahrung. Oh, wir haben einen Haufen Käse. Plump. Ja, gerade das Brotleib und den Wein sollten wir gucken, dass wir langsam aufbrauchen. Eine Packung Quants. Die sind jetzt nicht so gefährlich. Kann ich aber ein bisschen Mana verschwenden. So, den letzten prügeln wir einfach tot. Dann dir wohl bekommst. So, ich werde, das hat die erste Türe zugemacht. Ah, was für Haargrimm. Hat er Stufe 4 Teil noch getragen? Okay. Keine Knöpfe. Oh, ein Echsenmensch. Nein, ich will zuerst die Ochs hier loswerden. Machen wir es so. So, 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 so. So, 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 so. Und gehen einen Schritt zurück. Betäuben die Boys mal ein bisschen. Thank you.
Oh, mein Damage Dealer ist gerade drauf gegangen. Da war ich kurzzeitig mal abgelenkt. Hä? Hey. So, das wird die zweite Falltür deaktiviert haben. Na komm. Verfüttern wir mal das Schwarzbrot. Nö, für dich reicht das. Kriegst eine Heilung noch oben drauf. So, ich habe vergessen, was die drauf haben. Von daher greife ich ihn einfach mit allem an, was ich habe. Benutze alles Mögliche. Spotte ihn mal, damit er mich, Hagnem angreift. Also, wenn er Doppelschwung macht, sollte ich ihn unterbrechen. Den da nämlich. Hieb sollte ich ausweichen, genau. Dann benutzen wir mal kurz das hier. Hauen alles Mögliche an Schaden raus. Sehen so, wie unser Heiler stirbt. Und wie ein Schild gedroppt wird. Nehmen jeden von euch ein Weißbrot. Was ist das für eins? Kein so tolles. Wobei, es würde ihm mehr Rüstung geben. 50 mehr Rüstung wäre was. Allerdings die... Naja, die Stärke, die 5 Punkte, die können wir verkraften. So. Jetzt haben wir ziemlich viele Hebel umgelegt. Ich hoffe, das war auch nötig. Falscher Weg. Dieser Weg hier. Hier haben wir alles umgelegt, hier auch. Achso, hier war nochmal eine Verschließung. So. Hoffen wir einfach mal, dass das die richtige Reihenfolge ist. Oh, ach ja, ich muss ja nur hier drüben. Drei Steine, drei Löcher. Gibt gar nicht so viele Kombinationen. Ganz ehrlich, leere Räume finde ich mittlerweile in diesem Spiel furchteinflößender als Räume mit Gegnern. Einfach aus dem Grund, weil aus den, in den Räumen dann auf einmal Gegner auftauchen können. Großer Hasstrank, ne? Die einem dann was Böses wollen. Beziehungsweise mich wieder erschrecken.
Warum habe ich das ungute Gefühl, dass die Gegner hier drin spawnen, sobald ich den Kristall nehme? Okay. Ah. Ein Haufen alter Leute. Ein Altar. Ich werde von den Ältesten beurteilt. Alleine. Das sind wohl die Ältesten. Naja, es sind 6 alte Männer. Wächterschwert lausig. Hast du gemerkt, was ich für dich zurückließ? Wenn du ein gutes Gedächtnis hast, solltest du dich daran erinnern, wo du mehrere dieser hier zum ersten Mal gesehen hast. Dann geh zurück, platziere 4 alte um die Zentralsäule herum und dann platziere das neue im Westen an der äußeren Seite. Ja. Das ist ein Wächterschwert. Qualität Abfall, das ist wie ein Trainingsschwert. Ich weiß, wo ich davon schon ein paar gesehen habe, nämlich im allerersten Level. Und zwar, wo war der Start? Hier war, glaube ich, nein. Hier war der Start und hier muss ich es platzieren. Weil das ist die Waffenkammer. Uff, wo habe ich die Wächterschwerter hingeschmissen? Bin jetzt aber auch etwas arg überladen. Hey. Ein Skelett. Oh Gott. Oh shit. Hier stehe ich falsch. Ich dachte, ich wäre klug. War ich aber nicht. Da kommen nämlich jede Menge Golembrecher heraus. Ich habe so das Gefühl, in den anderen Räumen spawnen da auch mehr als genug. Okay. Vor dem Attentäter können ruhig ein bisschen die Fetzen fliegen lassen. Da habe ich nichts dagegen. Solange hinter mir nichts auftaucht, ist alles gut. Die Schweinepriester können mit guter Reichweite treffen, muss ich sagen. Yeah.
Okay, jetzt kommen die Brecher, die wollen hinrichten. Konnten wir zum Glück unterbinden. Ah ja, den Hieb haben wir ganz unterbinden können. So. Noch den Einbrecher, der macht einen Hieb, dem können wir ausweichen. Ach, da stehen die Bogenschützen. Okay. Seht ihr, sowas kann mich manchmal erschrecken. Wenn die auf einmal dastehen, wo man sie nicht erwartet. Gnädiges Pack. Vor allem, die machen viel Damage. Also vier machen die viel Damage. Zwei machen nicht mehr ganz so viel Damage. So, einmal voll heilen. Tu den Wein trinken, weil ich habe so das Gefühl, dass das noch nicht vorbei ist. Hier ist nichts drin. Hier auch nicht. Gott, da gehen wir langsam zurück. Hier war das mit den Hinrichtern. Ein Echsen. Na gut, den Echsenmenschen killen wir noch. Den Doppelschwung, den unterbrechen wir. Jetzt wird es langsam Zeit, dass wir auch mal Heilung sprechen. So, so. Hieb weichen wir aus. Doppelschlag kassieren wir. Doppelschwung unterbrechen wir. Doppelschlag müssen wir kassieren und... Au. Mist. Okay. Ne, heilen wir lieber einzeln, die zwei. Und setzen noch eine davon hinterher. Und tauschen das ein. Das kann keiner gebrauchen und der ist hier rausgekommen. Finde ich toll, dass der so ruhig war. Okay, jetzt wartet in jedem Raum so ein Echsenmensch. Hey. Gut. Dann sollten wir hier erstmal wieder speichern. Das ist jetzt
LP22 dann. LP022. Und dann sehen wir uns gleich wieder.